Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich möchte euch heute gern zeigen, wie das hier mit dem Eingang von der Kode funktioniert. Wenn ich so eine Kode bestehend aus 4 Kodeblättern aufgebaut habe, hier im Hintergrund ist die Jubiläumsfarbe von 2021, dem 20-jährigen Jubiläum von Tortuga, dann muss ich natürlich auch irgendwo reinkommen. Ich habe 4 Verbindungsstelle zwischen diese Blätter und alle 4 Verbindungsstelle kann ich auch für einen Eingang verwenden. Das ist bei einer Kode relativ einfach. Ich mache einfach die Verbindung hier an der Kante, mache ich wieder auf und schlage die Plane zur Seite. Das geht ganz gut, wenn die Kode S00, S20 direkt auf dem Boden aufgebaut wäre. Dann kann ich einfach, ich löse quasi eine Verbindung, schlage die Plane zur Hälfte auf. Ich kann sie sogar ganz aufschlagen, die Kode wird mir stehen bleiben. Für die S45 wollte ich euch kurz einen kleinen Trick zeigen, wie dieser Eingang euch nicht ständig auseinanderfällt und wie ihr einfach den auch so definiert habt, dass ihr dann auch wieder gut zumachen könnt. Und zwar habe ich hier an dieser Stelle einen kleinen Trick, weil wenn ich hier diesen Eingang aufmache und ich habe klassisch mit 8 Abspannschnüre hier die Kode aufgestellt, dann fällt mir dieser Eingang immer so zur Seite hier. Das heißt, die Spannung in der Kode lässt nach. Das gleiche passiert auf der anderen Seite und ich will aber eigentlich, dass die Kode hier bleibt und von daher setze ich hier ein zusätzlicher Hering und eine zusätzliche Abspannschnur. Da ist dieser Punkt viel besser definiert. Das gleiche mache ich auf dieser Seite. Da habe ich eine Abspannschnur, die hält mir quasi die Kode in die Richtung, wo sie eigentlich soll. Und aber sobald ich diesen Eingang hier aufmache, haben wir auch wieder hier, dann fällt mir diese Seitewand ein Stück nach außen. Und das verhindere ich auch hier mit einem zweiten Hering, der das Ganze wieder darüber zu zieht. So, und jetzt zeige ich euch nämlich, dass ich dadurch ganz komfortabel die Kode wieder auf und zu machen kann. Weil wenn ich jetzt den Eingang hier nehme, dann habe ich hier immer noch mein definiertes Maß, sodass ich einfach zuhängen kann und nicht ganz bequem, wenn ich dann innen runter zu schlaufe, um das Ganze zu schließen, auch keine Spannung drauf habe. Das heißt, ich zerre mir das nicht über die Schlaufe zusammen, sondern ich habe tatsächlich hier den Punkt, wo die Öse auch hinkört. Da habe ich nachher meine Abspannung. Das kommt dadurch, dass ich diese 2 Punkte hier einfach auf das Maß hier reinziehe, dass diese Plane auch passt. Ja, das war ein kleiner Trick, wie ich bei der Kode mit dem Eingang umgehen kann. Speziell ist für die Kode S45, die einfach von der Bauform her, wenn ich sie an einer Stelle aufmache, doch so ein bisschen auseinanderklappt, wie ich das Ganze zusammenhalte, dass mein Eingang auf Maß bleibt. Es gibt andere Eingangsmöglichkeiten für die Kode. Also zum einen gibt es ein Reißverschlussblatt. Da ist dieses Blatt hier in der Mitte mit dem Reißverschluss geteilt und hat noch eine kleine Markise oben drüber. Es gibt ein Eingangsvorbau, auch von Tortuga, der die Kode dann quasi schon eher wieder zum Hauszelt macht. Und es gibt von der Firma Segler als Zubehörteil für die normale Kode, gibt es auch einen Kodeblatt-Eingang. Das ist wie bei so einem Rundzelt, dann so spitz vorgezogen mit einem Reißverschluss dran. Das sind eher die komfortablere Eingänge. Ich sage jetzt mal für jemand, der mehr so Richtung Glamping geht, vielleicht das Richtige, aber hier klassisch für uns. Wir haben 4 Kodeblätter, wir wollen durch eines dieser Kodeblätter rein und raus gehen. Und jetzt könnt ihr hier, ohne dass sich die Kode auseinanderfällt und dass der Eingang immer passt und dass ihr schön verschlaufen könnt von innen, wisst ihr jetzt einfach mit 2 Heringe, 2 zusätzliche Abspannschnüre, die von der Geometrie gegeneinander zusammengezogen und es passt. Bis dahin sage ich Dankeschön, tschüss, euer Ralf von Jodeland.